Herzlich willkommen zum Dividenden-Mythbusting mit dem Stadler Depot. Und hier ist es auch schon auf dem Schirm. Mein Name ist Thorsten Tiet. Und wenn du dich für Dividenden interessierst, wenn du dich fragst, ob Dividenden für dich sind, wenn du dich fragst, ob du mit Dividenden ein passives Einkommen aufbauen kannst und wenn du wissen möchtest, was so die großen, groben Missverständnisse sind, die den einen oder anderen von Investieren in Dividendenaktien abhalten, dann ist das Video genau das Richtige für dich. Du siehst hier das Stadler Depot. Wir haben das vor 2,5 Jahren ins Leben gerufen. In diesen 2,5 Jahren hat sich einiges geändert. Ich kann dir das auch mal hier in Excel zeigen. Da ging es schon gut aufwärts mit dem Stadler Depot. Wir sind aber noch ganz am Anfang unserer langen Strecke. Wir haben einen langen Atem, aber wir haben das Ganze von null aufgebaut und sind jetzt bereits hier, und dann siehst du hier den Marktwert von 18.600 Euro. Wir sind kräftig im Plus, knapp 26%, und haben auch schon selbstverständlich einiges an Dividenden kassiert. In diesen 2,5 Jahren hat sich also viel getan. Was sich nicht verändert hat, sind die Missverständnisse rund um das Thema Dividenden herum. Und ich habe hier vor kurzem einen Podcast gehört, in dem geht es explizit um die Sinnhaftigkeit der Dividendenstrategie. Und da ist dann am Ende ein Fazit gemacht worden von der Wirtschaftswoche selbst. Und da purzeln dann die Missverständnisse wieder raus und die klären wir mal auf. Und das Schöne, was wir haben, ist, wir müssen das nicht in der Theorie machen, wir müssen da nicht drüber philosophieren. Wir haben halt die harten Fakten, die für uns sprechen, und können dann, das gesagt, auch dem Realitätscheck mithilfe des Stadler Depots anschauen. So, gucken wir mal zum Beispiel, das ist jetzt der Anfang des Fazits, was da gesagt wird. Film ab. Ja, falls ihr die Dividendenstrategie anwenden wollt, dann solltet ihr, glaube ich, euch einfach darüber bewusst sein, dass das nur dann Sinn macht oder größtenteils nur dann Sinn macht, wenn ihr wirklich darauf aus seid, regelmäßig Cashflow zu generieren und auch ein bisschen was an Startkapital mitbringt. So, zwei Aussagen. Die Sinnhaftigkeit, um die geht es, die Dividendenstrategie, macht dann Sinn, wenn ihr Cashflow generieren wollt. Ja, Cashflow, nichts anderes wie passives Einkommen, ohne eben die Aktien zu verkaufen müssen. Dem schließe ich mich vorbehaltlos an. Aber dann die zweite Aussage, dass es nur Sinn macht, wenn man schon etwas an Startkapital mitbringt, die halte ich nicht für richtig, sondern das ist eher ein Verhinderungsargument. Die meisten jungen Menschen, das sind ja genau die, die sich die selbst vorsorgen müssen, um beispielsweise eine Rentenlücke zu stopfen. Da halte ich das eher für fatal, wenn man sagt, Jungs und Mädels, fangt erstmal dann mit dem Investieren an, wenn ihr vielleicht schon einen höheren Betrag habt, und dann nehmt vielleicht noch einen Immobilienkredit lieber auf, wenn ihr zum Beispiel 200.000 Euro habt. Das wird nämlich im Vorfeld gesagt, dass die Redakteurin meint, wenn sie schon etwas an Geld hat, zum Beispiel 200.000 Euro, dann würde sie lieber eine Wohnung kaufen oder ihr Geld in eine Immobilienfinanzierung stecken. Weil, und das ist jetzt ein weiteres Missverständnis, aus ihrer Sicht Dividenden erst dann Sinn machen, wenn man eben schon ein gewisses Startkapital mitbringt. Jetzt muss man sagen, es gibt unterschiedliche Dividendenstrategien, und die zeige ich jetzt auch mal hier. Das ist auf dem Aktienfinder-Blog von uns. Es gibt schon sehr, also schon sehr, sehr lange, dass es hier steht. Es gibt hier die Dividendenertrag- und die Dividendenwachstumsstrategie. Und jetzt ist natürlich die Frage, was möchte man denn erreichen, wenn man in Dividendenaktien investiert? Möchte man im optimalen Fall von den Dividenden tatsächlich leben können? Man hängt also die ganze Zeit in der Hängematte und die Dividenden, die fließen über das komplette Jahr verteilt. Man muss nichts mehr tun, um zusätzlich seinen Lebensunterhalt zu sichern. Das wäre eine Dividendenertragsstrategie. Und die Autorin hier, die ihr gerade eben gehört habt, die geht implizit von dieser Strategie aus, und sie meint deshalb, dass es ja eigentlich erst dann Sinn macht, in Dividendenaktien zu investieren, wenn ihr eben schon einen gewissen Betrag habt. Das Problem ist natürlich, dass man hier immer differenzieren muss. Geht es um Dividendenertrag oder geht es um Dividendenwachstum? Und die meisten jungen Menschen, die haben noch keine x 10, 20.000, 200.000 oder wie viel Euro auch immer auf dem Konto. Die fangen mehr oder weniger bei Null an, so wie auch mit einem Stadler-Depot bei Null angefangen haben. Und es macht jetzt natürlich überhaupt keinen Sinn für so junge Menschen, erstmal sozusagen auf das Investieren zu verzichten, nicht Dividendenaktien zu kaufen
weil ihr passives Einkommen in Anführungszeichen noch so klein ist und stattdessen das Geld die ganze Zeit zum Beispiel auf dem Sparbuch zu haben, wo es überhaupt nichts bringt. Das ist nämlich gerade das Schöne an Dividendenaktien. Es ist völlig egal, ob ihr 10 Euro investiert oder ob ihr 1 Million investiert. Ihr bekommt prozentual gesehen immer dasselbe. Die Dividendenrendite ist für einen Multimillionär genau dieselbe, wenn er dieselbe Aktie kauft, wie für einen, der gerade eben erst angefangen hat zu investieren. Also wenn eine Aktie 3% Dividendenrendite gibt, dann kriegt jeder Aktionär die 3% Dividendenrendite, egal wie viel Anteile, also wie viel Aktien er hält. Und auch dann, wenn er nur einen Bruchteil einer Aktie erhält, weil er beispielsweise über einen Aktiensparplan gekauft hat. Und das kann man ja schon heutzutage über einen einzigen Euro machen. Mit einem einzigen Euro kannst du ja schon in eine Aktie investieren. Und wenn ich hier das Starterdepot zeige, wir sind hier bei Portfolio Performance und da habe ich auch das Starterdepot eingepflegt, dann gibt es hier auch irgendwo, da muss ich jetzt mal kurz suchen, genau wo das ist. Wir gucken uns auch die anderen Sachen gleich noch an. Hier ist es, da sehen wir sozusagen die Erträgnisaufstellung und wir haben das Ganze auch grafisch und zwar Monat für Monat. Und das Wunderbare ist, wir haben angefangen Mitte 2019, die ersten Dividenden sind im Starterdepot im Oktober zu uns geflossen und dann haben wir jetzt das Jahr 2020 in dunkelblau und in orange hier 2021. Und was du einfach siehst, das ist, dass von Jahr zu Jahr die Dividenden so richtig rasant steigen. Und das ist nichts anderes als die Aussage, es macht für junge Menschen absolut Sinn, in Dividendenaktien zu investieren, wenn sie sich ein passives Einkommen aufbauen wollen. Und dass am Anfang die Dividenden wie hier 57 Cent nur betragen im Monat, das ist überhaupt kein Hindernisgrund. Schon im nächsten Jahr sind es dann hier 8 Euro gewesen und das Jahr drauf 13 Euro. Und jetzt muss man das einfach nur noch mehrere Jahre weitermachen, um ein passives Einkommen mit Aktien aufzubauen. Da muss man halt einen langen Atem haben. Aber man kann das Ganze ja simulieren und das sind hier unsere Parameter. Hier ist unsere Sparquote, 500 Euro. Im Monat investieren wir und wir haben hier auch dann Dividendenwachstum, nur 4%, wir müssen 8% hier reinmachen, damit es realistisch wird. Kann ich hier auch zeigen, wir haben das nämlich hier ausgewertet beim Starterdepot und es ist alles völlig vollkommen transparent. Unsere Aktien, die steigern ihre Dividende oder sie haben ihre Dividende durchschnittlich über das gesamte Depot gesehen um 9,3% pro Jahr gesteigert. Wenn ich die letzten 5 Jahre anschaue, rechnen wir hier mal nur mit 8% und das war die Anfangsdividendenrendite 1,8%. Dann haben wir noch ein bisschen Kursgewinne pro Jahr, kann man 4% ist auch sehr, sehr niedrig gehalten. Wir können auch auf 6% gehen, dann siehst du, wie das Ganze hier ansteigt. Und dann hast du hier die drei unterschiedlichen Quellen deines Vermögens, langfristig betrachtet, das geht über 40 Jahre und das hier, die ersten Jahre, die ersten Monate, eine hier, also wir gehen hier monatsweise vorwärts, das ist schon die Realität, das haben wir also tatsächlich schon erreicht und du hast hier dann farblich die drei Abstufungen oder die drei Quellen deines Vermögens, du hast hier das investierte Kapital, anstatt zum Beispiel eine Immobilie zu kaufen, irgendwo musst du dann auch verzichten oder anstatt ein Auto zu kaufen oder was weiß ich, was du mit dem Geld gemacht hättest ansonsten, vielleicht auch nur auf dem Sparbuch liegen lassen, dann wäre es aber immer noch da. Also das ist dein investiertes Kapital, nur wäre die Inflation ist aufgefressen, aber nominal wäre es immer noch da. Und dann haben wir hier die Kursgewinne langfristig, kannst du mit den richtigen Aktien, die du auch im Aktienfinder finden kannst, wir sind ja für Qualitätsaktien da eben, auch Kursgewinne erzielen, das wäre das hier und das Blaue, das wären dann Dividenden und das Beide, das Blaue und das Hellgrüne, das kommt halt auf dein investiertes Kapital oben drauf und führt dann zu mehr als einer Verdopplung, zu einer Verdreifachung, zu einer guten Verdreifachung im Rahmen eben von dieser Simulation hier über knapp oder über rund 40 Jahre. Ja, ist ein langer Atem, aber es ist sehr realistisch, dass du das erreichen kannst und vor allem, du kannst es von null ab erreichen. Also du brauchst kein Kapital, so wie es die Wirtschaftswoche sozusagen oder die Redakteurin der Wirtschaftswoche dir nahegelegt hat. Und hier siehst du nochmal eben das schöne Wachstum. Es gibt jetzt noch andere Dinge,
die aber auch missverständlich sind. Hier übrigens auch ein hübsches Bild. Wie lange musst du in Dividenden investieren, bis du deinen Geldspeicher wie Dagobert Duck füllen kannst? Das ist eine andere Frage, da gehen wir jetzt eher mal nicht auf den Grund. Wir wollen realistisch bleiben soweit. So, deshalb blenden wir jetzt mal wieder den Podcast von der Wirtschaftswoche ein und hören weiter, was sie zu sagen hat. Wenn es euch eher darum geht, euer Erspartes sinnvoll anzulegen oder ich sage mal langfristig sinnvoll anzulegen und ihr vielleicht auch noch ein bisschen darauf warten könnt, dass ihr eure Rendite zurückbekommt, dann ist vielleicht so eine andere Form der Anlage in Wachstumsunternehmen zum Beispiel oder auch junge Unternehmen, die noch den Großteil ihres Gewinns vor sich haben, vielleicht etwas sinnvoller. Aha, okay. Jetzt geht es darum, noch weiter zu sagen, wann ist eine Dividendenstrategie sinnvoll? Wir hatten das Kriterium passiver Cashflow oder Einkommen soll, laufendes Einkommen soll erzielt werden. Dem habe ich mich ja angeschlossen. Dann war das zweite gewesen, man soll schon viel Geld auf der hohen Kante haben sozusagen, um damit anzufangen. Habe ich gemeint, nee, ist nicht das, was ich meine. Habe ich ja jetzt ausgeführt. Und jetzt kommt noch was Neues dazu. Sie sagt, wenn ihr nicht sofort passives Einkommen wollt, sondern wenn ihr warten könnt, dann ist die Dividendenstrategie komplett auch zu überdenken, sondern dann könntet ihr ja auch in Aktien investieren, die zum Beispiel noch keine Dividende ausschütten, weil diese Aktien tendenziell eben schneller wachsen. Und da ist jetzt der Grundgedanke dahinter und das kommt eben auch vom Vorredner, könnt ihr euch den Podcast gerne anhören, von Michael Jakob von Alle Aktien, dass Aktien die Dividende ausschütten, insbesondere dann, wenn die Dividende hoch ist, quasi am Ende ihres Lebenszyklus angekommen sind und irgendwann in Anführungszeichen ja, mehr oder weniger verschwinden werden. Das ist die Aussage dahinter. Wird an Tabak- und Ölaktien festgemacht. Und auch hier wieder das Problem von der Redakteurin, also das ging eben alles mehr oder weniger, dann, das war ein starker Fokus auf Dividendenertragsstrategie, also auf hohe Dividenden und Tabak und Öl, da geht es halt um hohe Dividenden. Wir haben ja jetzt aber schon gesehen bei der Dividenden, dass es zwei Dividendenstrategien gibt und junge Menschen, die nicht sofort ein hohes passives Einkommen brauchen, die sollten eher aufs Dividendenwachstum setzen. Und diese Unternehmen, gucken wir doch mal, welche Unternehmen sich dahinter verbergen. Und zwar am Beispiel des Standarddepots. Wie gesagt, wir können es ganz konkret machen. Wir müssen nicht irgendwie mehr oder weniger abstrakt schwadronieren. Hier haben wir die Position des Standarddepots. Und da schauen wir doch mal, was für Dividendenaktien dahinter sich verbirgen. 3M ist ein Konglomerat, ein sehr großes Unternehmen, Post-it und so weiter. Ihr kennt es wahrscheinlich. Sind die am Ende ihres Lebenszyklus angekommen oder relativ nah? Würde ich mal sagen, eher nicht. Adidas. Werden die in den nächsten Jahren, Jahrzehnten ihre Geschäfte schließen? Ich weiß es nicht. Amazon ist eine Ausnahme, die bezahlen keine Dividenden, da wollten wir auch nochmal eine Ausnahme reinmachen. Apple, ist Apple am Ende des Lebenszyklus angekommen? Cisco Systems, Diageo verkaufen Hochprozentiges, Fresenius, Home Depot, Johnson & Johnson, McDonald's, Microsoft, Novo Nordisk und so weiter. Sind die am Ende ihres Lebenszyklus angekommen? Ich würde tendenziell eher sagen, nein, alles hat irgendwann ein Ende, nur die Wurst hat zwei, auch Unternehmen sind irgendwann nicht mehr da, aber ich sehe da jetzt nicht, dass der Vorhang zugeht. Insofern schließe ich mich dem auch nicht unbedingt an, dass man sagt, okay, wenn man erstmal kein passives Einkommen braucht, dann sollte man eher in wachstumsstarke Unternehmen investieren. Diese Unternehmen sind wachstumsstark, bezahlen aber trotzdem Dividende, das heißt, es schließt sich nicht aus. Oder es ging ja dann noch weiter, was die Frau gesagt hat, oder ihr investiert in junge Unternehmen, die im Prinzip die Blüte noch vor sich haben und die große Gewinnexplosion, die großen Gewinnsteigerungen noch vor sich haben. Was ist da das Problem? Das Problem dabei ist, woher wollt ihr denn wissen, bei welchen jungen Unternehmen es klappen wird, dass die ihre Gewinne massiv steigern werden und bei welchen nicht? Das heißt, ihr werdet da einiges an Rohrkrepierern haben. Denkt mal an Frank Thelen mit seinem 10x, also 10-fach, 10x DNA-Fonds. Er versucht mit einem Expertenteam die zukünftigen Tenbecker-Aktien herauszufinden. Das sind quasi junge
potenziell wachstumsstarke und dann irgendwann auch gewinnstarke Unternehmen. Das wird aber natürlich nicht immer gelingen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn du als Privatanleger dahin gehst und dir sagst, nee, ich brauche noch kein passives Einkommen, ich gehe jetzt einfach hin und hole mir die Apples, Microsofts und Johnson & Johnson und so weiter der Zukunft, ja, glaubst du denn, du findest die jetzt ganz genau? Und das ist, also du wirst da relativ viele Rohrkrepierer haben. Da wäre es vielleicht auch eine Alternative, dein Geld in so einen Fonds zu stecken, ob der jetzt von Frank Thelen gemanagt wird oder von wem auch immer, weil das ist dann schon relativ anspruchsvoll, da die guten Aktien und wirklich erfolgversprechenden Aktien rauszufiltern. Und da ist halt die Gewissheit oder die Ungewissheit einfach relativ groß, weil keiner von uns die Zukunft kennt. Mit solchen Aktien, wie ihr es ja jetzt auf dem Schirm seht, kennt ihr die Zukunft auch nicht. Aber diese Unternehmen haben bereits bewiesen, dass sie es eben können. Und das sieht man dann zum Beispiel im Aktienfinder. Gucken wir, hier haben wir 3M. 3M, hier seht ihr ab 1999, noch letztes Jahr 1000, seht ihr schön, wie die Dividende, wie die Cashflows steigen. Und dieses Unternehmen hat halt schon bewiesen, dass es kann. Und bei anderen Unternehmen, wie hier Johnson & Johnson, beispielsweise, ist es eben dasselbe. Oder American Tower, die seht ihr das auch, ist jetzt ein REIT, deshalb ist es hier betongrau. Und da seht ihr auch schön, wie die Gewinne steigen. Wenn ihr jetzt eben bei was anderem anfangt, ich nehme mal jetzt irgendeine andere Aktie, nehme jetzt zum Beispiel, ach, keine Ahnung, Peloton oder sowas. Peloton, hier schreibt man mit O, Peloton Interactive, und er guckt euch so eine Aktie an und sagt, hey, die ist wachstumsstark, da möchte ich jetzt rein investieren zum Beispiel, hätte auch andere nehmen können. Ja, ihr wisst nicht, wie es kommt. Ihr wisst nicht, ob die jemals wirklich so solide wachsen, dass sie stabile Gewinne erzielen und dann auch möglichst stabil die Kurse steigen werden. Geschweige denn, dass ihr wisst, ob die jemals eine Dividende ausschütten werden. Das heißt, ihr wisst nie, ob ihr mit so einer Aktie irgendwann mal ein passives Einkommen erzielen werdet. Und dann geht es ja noch weiter. Wenn ihr in so junge Aktien investiert, dann braucht ihr wirklich, wirklich gute Nerven, weil da habt ihr dann relativ starke Volatilitäten drin. Dann guckt euch den mal hier, da steigen die Kurse und dann sind die Kurse auch wieder im Rückwärtsgang. Wir haben jetzt ganz viele junge Unternehmen, auch in letzter Zeit, wo die Kurse stark gestiegen sind und wo dann der Rückwärtsgang fast mit der gleichen Geschwindigkeit wieder vonstatten ging. Hier DocuSign, Kursverluste um 40%. Das ist natürlich kann jetzt hier kein repräsentativ durchgehend durch den Aktien finden, aber ich zeige einfach mal bei ein paar Dingen. Ne? Seht ihr hier, DocuSign, und das sieht schon gar nicht schlecht aus vom Cashflow. Also die haben schon ein wirklich erfolgversprechendes Geschäftsmodell. Aber die sind halt, und das ist nochmal was, die sind halt extrem hoch bewertet, diese ganzen jungen Wachstumsunternehmen. Wenn ihr in die investiert, weil ihr noch auf das passive Einkommen verzichten könnt, das war ja die Aussage hier von der Wirtschaftswoche, was, du brauchst noch kein passives Einkommen, ja, dann verzicht doch ganz auf die Dividenden, dann setzt doch auf die Gewinner der Zukunft quasi. Und wie ich schon sagte, erstens wissen wir nicht genau, welches die Gewinner der Zukunft sind, und zweitens sind die vermeintlichen Gewinner der Zukunft, die als Gewinner der Zukunft an der Börse gehandelt werden, deutlich, 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 deutlich höher bewertet als Aktien, die bereits bewiesen haben, dass sie es können, wie eben 3M und so weiter. Und das seht ihr hier an den KGVs, beispielsweise hier KGVs, bereinigtes KGV, bilanziert machen die noch, die haben noch keinen bilanzierten Gewinn, beziehungsweise machen einen Verlust, aber bereinigtes KGV hier von über 80. Und bei den anderen Wachstumsunternehmen, gucken wir uns hier mal zum Beispiel Zoom an, die haben auch eins jetzt auf die Mütze gekriegt, das heißt, die haben auch korrigiert und die haben jetzt zum Beispiel einen KGV von 52. Ist auch nicht ganz günstig, würde ich sagen, obwohl es schon irgendwo weiter runtergekommen ist. Und dann müsst ihr halt auch entsprechend wie hier mit Kursverlusten leben können, wo ihr sagt, okay, jetzt habe ich halt 60% des eingesetzten Kapitals erstmal bei Buchverlusten, da stehe ich doch drüber, weil ich glaube halt, das Unternehmen. Das ist also eine ganz andere Strategie, das ist eine Wachstumsstrategie und die haben wir ja auch, das ist die Gewinnwachstumsstrategie. Das ist also nicht, dass es so eine Strategie nicht geben würde, nicht, dass sie nicht Sinn machen würde, aber es ist einfach naiv zu sagen, vor allem zu empfehlen, weil das sind diese Podcasts hier, das sind ja im Prinzip Podcasts, die sich an junge Menschen wenden. Und
wenn da dann hier ein Fazit gemacht wird und in dem Fazit wird eben gesagt, okay, Junge, du kannst auf das passive Einkommen verzichten, ja, dann setz doch auf das Gewinnwachstum, dann hol dir doch Unternehmen ins Depot wie sowas und mach also eine Gewinnwachstumsstrategie. Und hier habe ich übrigens schon drei Aktien, die auch bewiesen haben, dass sie es können. Dann ist es halt ja leicht fahrlässig oder das kann halt dazu führen, dass dann die Zuhörer eine Bruchlandung landen. Auch bei der Gewinnwachstumsstrategie kannst du aber auch wieder differenzieren im Prinzip, weil hier habe ich zum Beispiel Amazon, Tencent und Bechtle drin. Das sind drei Unternehmen, die wiederum bewiesen haben, dass sie es können. Von denen schütten auch einige übrigens dann auch Dividende aus. Und zufälligerweise haben wir auch Tencent im Shadow Depot, obwohl die aktuelle Dividendenrendite, die momentane Dividendenrendite von Tencent sehr niedrig ist, hat Tencent ein sehr dynamisches Dividendenwachstum. Auch das kann ich Ihnen mal zeigen. Wie sieht sowas aus? Dynamisches Dividendenwachstum. Und es kommt dann zum Tragen, wenn man eben langfristig den Aktien die Treue hält. Dann haben wir den Dividendenbenchmark. Und dann siehst du hier schön, wie die Dividendenrendite mit zunehmender Haltedauer steigen wird. Das ist jetzt eine Simulation, sodass du, als wir aktuell zwar nur eine Dividendenrendite haben von knapp einem halben Prozent, aber hier, Nähe von 2030, wäre dann die persönliche Dividendenrendite bei 9%. Und nochmal dahingesagt, wir müssen es immer ganzheitlich anschauen. Das hier ist die Dividende und das hier sind die Gewinne. Und bei Unternehmen, die ihre Gewinne dynamisch steigern, da hast du dann nicht nur dynamisches Dividendenwachstum, was ich gerade eben gesagt habe, sondern auch dynamisches Gewinnwachstum. Jetzt wird der eine oder andere noch sagen, oh, schlechtes Beispiel, Tencent ist China. Und in China ist alles unsicher. Ich gebe zu, China ist eine erhöhte Unsicherheit. Geschäftsmodell von denen ist trotzdem soweit sauber. Habe ich schon an anderen Stellen mehrfach analysiert. Ist keine Aktie jetzt aufgrund von China, die man jetzt, die relativ unspektakulär ist oder wo man ruhig durchatmen kann. Aber von wo bin ich drauf gekommen? Dass es unterschiedliche Gewinnwachstumsstrategien auch quasi gibt. Und wir haben hier, also es gibt Gewinnwachstumsstrategien, wo man auf Unternehmen setzt, die bereits bewiesen haben, dass sie es können. Aber wenn ich das in dem Podcast richtig rausgehört habe, da geht es dann eher, hört euch das gerne dann selbst an, nicht um Apples oder so, oder, sondern um Unternehmen, die wirklich noch ganz, ganz am Anfang sind. Deshalb argumentiert Michael Jakob auch mit diesem Lebenszyklus und das legt es auch alles nahe. Und die Unternehmen, die eben ganz, ganz am Anfang sind, das sind eben keine Tencents, das sind keine Amazons, das sind keine Apples, sondern das sind eben diese DocuSigns, Teladocs, Zooms, Pelotons und was es sonst noch alles gibt, Cloudflare und diese ganzen Unternehmen. Und natürlich könnt ihr auf die setzen, aber wie gesagt, ihr müsst dann mit einer sehr, sehr hohen Volatilität zurechtkommen und ihr dürft dann selbst die Spreu vom Weizen trennen. Das ist keine so einfache Sache. Also es ist deutlich einfacher, wenn man sich auf Unternehmen fokussiert, die bereits bewiesen haben, dass sie es können. So, jetzt gehen wir mal weiter hier im Fazit. Und auch wer vielleicht ein bisschen mehr Wert darauf legt, vor allem in nachhaltige Unternehmen zu investieren, für den ist die Dividendenstrategie vielleicht dann auch nicht die optimale Methode. Das ist natürlich die Frage, was wird hier unter nachhaltig verstanden? Nachhaltig im Sinne von ökologisch nachhaltig oder nachhaltig im Sinne von wirtschaftlich nachhaltig. Das ist dann wieder dann diese Lebenszyklus-Idee, dass man quasi ganz am Anfang in Unternehmen investieren muss, die noch ganz jung sind. Und dann irgendwann, weil irgendwann sterben diese Unternehmen weg. Das könnte ja auch was von nachhaltig sein. Weil, wie wir eben gerade gehört haben, es sind vor allem die großen etablierten Unternehmen, die Cash-Cows, Ölunternehmen zum Beispiel, Tabakunternehmen, teilweise halt auch Wohnunternehmen, die hohe Dividenden ausbezahlen. Ja, okay, also was eher das Letztere. Also es geht nicht so ums Ökologische, sondern es geht vor allem so um diesen Lebenszyklusgedanken, dass man relativ früh einsteigt. Je später man einsteigt, desto höher tendenziell die Dividende als so eine Art Schmerzensgeld wie bei Tabak und Öl, weil so nach dem Motto ist ja eh bald vorbei und dann drücken wir die Cashcow noch ein bisschen aus, bevor sie dann quasi komplett verhungert ist und dann irgendwo ja verendet auf der Weide liegt. Also falls ihr einen grünen Daumen, ein grünes Herz oder eine grüne Lunge habt, Aha, jetzt also doch irgendwie Ökologie. schaut euch vielleicht auch mal nach anderen Aktien um.
Okay, und die anderen Aktien, das waren jetzt wahrscheinlich die ja, Wachstumsaktien, schätze ich mal. Hier auch nochmal, man muss unterscheiden oder man sieht ganz klar, dass bei der Wirtschaftswoche hier dieser Dividendenertrag im Fokus stand, also die hohen Dividenden. Man könnte aber sagen, dass dieses Dividendenwachstum vielleicht die goldene Mitte ist. Ist auch kein Zufall, dass sich die Community in der Abstimmung für das Stadler Depot für ein dynamisches Dividendenwachstum entschieden hat. Wir haben nämlich damals vor 2,5 Jahren zur Abstimmung gegeben, ob wir eine Dividendenertragsstrategie machen wollen. Das wäre dann tatsächlich zum Beispiel Tabak gewesen, unter anderem, was hätte reinkommen können, Dividendenwachstum machen oder eben Gewinnwachstum, wobei wir immer quasi darauf Wert gelegt hätten, dass wir in Unternehmen investiert hätten, die bereits profitabel ihre Gewinne, die profitabel wirtschaften und ihre Gewinne möglichst stabil und zuverlässig steigern. Und auch da wieder bei diesem Wirtschaftswoche-Podcast ganz stark eben der Fokus auf Dividendenertrag und die Annahme, dass wer quasi hohe Dividenden ausschüttet, dass das dann nicht nachhaltig sei. Das ist jetzt dann wieder eine andere Frage. Ist es denn so? Weil wie kommen hohe Dividenden zustande? Dividendenrendite berechnet sich ja aus der absoluten Dividende geteilt durch den Aktienkurs. Und es passiert auch relativ oft, dass Aktien eine hohe Dividende zahlen, weil sie gerade abgestraft worden sind, aber nicht unbedingt, weil sie am Ende des Lebenszyklus sind. Denken wir an Corona, wir wollen es etwas konkret machen. Guckt euch doch mal Aktien an, wie diese REITs, das war auch vorhin bei diesen Immobilienunternehmen, damit sind REITs gemeint gewesen. Ist auch kurz erwähnt worden. Ein Beispiel wäre zum Beispiel hier Tanger Factory Outlet Center. Und wenn ihr einfach euch mal die Kursentwicklung anschaut, dann werdet ihr sehen, sobald es geladen ist, das Internet ist heute etwas zickig, habe ich schon festgestellt. Naja, okay, wird am Internet liegen. Wenn ihr das sehen würdet, ja gut, ich muss es leider schneiden. So, jetzt hat das geladen. Also gehen wir jetzt in die Bewertung rein. Und dann seht ihr hier zum Beispiel während Corona, dass der Aktienkurs regelrecht eingebrochen ist. Ich zoome mal hier noch ein bisschen näher ran. Im Jahr, im Geschäftsjahr 2020, also zwischen, ja, ihr wisst ja, wann Corona angefangen hat, dass dann der Aktienkurs dann nochmal gefallen von 15 auf bis zu 5 Dollar, hat sich also gedrittelt. Und das heißt, die Dividendenrendite, und das könnt ihr hier schön sehen, ist einmal ganz wild nach oben gesprungen. Es gab tatsächlich Dividendenkürzungen. Und trotz der Dividendenkürzung ist die Dividendenrendite nach oben gesprungen, weil der Aktienkurs noch viel, viel mehr abgestraft worden ist. Der Aktienkurs hat quasi viel mehr verloren, als das Unternehmen an Dividende verloren hat, oder die Aktie an Dividende verloren hat, sie mehr an Kurs verloren, so rum, ne? Und dann ist die Dividendenrendite in die Höhe gesprungen. Und jetzt haben wir eine Erholung, weil die Leute wollen doch shoppen gehen. Sie wollen nicht nur stupide oder nicht nur vorm Rechner die ganze Zeit sitzen und dann auf Amazon hier ihre Sachen bestellen. Die wollen auch echt was erleben. Die wollen einkaufen, gehen auch mit anderen Menschen irgendwas zusammen machen. Und das heißt, das hat dann auch irgendwann der Markt verstanden. Und dann sind ja die Lockdowns auch irgendwann gelockert worden, insbesondere in den USA, ist ein amerikanischer REIT. Und was passiert dann? Dann erkennt es auch der Markt und dann steigen auch die Aktienkurse wieder und die Dividendenrendite fällt entsprechend, ist aber immer noch relativ hoch. Das heißt, ich will damit zeigen, es gibt unterschiedliche Gründe, warum die Dividendenrendite auch bei einem Unternehmer recht hoch sein kann und dann sich vielleicht wieder normalisiert. Es gibt auch Dividendenrenditen, wie ich schon sagte, die hier irgendwo in der Mitte sind, beim Dividendenwachstum. Da sind dann eben Aktien drin, wie vor kurzem beispielsweise auch Novo Nordisk oder jetzt 3M, die auch, oder McDonald's, die auch eine relativ hohe Dividende ausgeschüttet haben. Oder guckt euch mal Microsoft an. Microsoft beispielsweise, so ein sehr gutes Beispiel, das war mal so eine richtig fette Dividendenaktie gewesen. Leute, die noch nicht so lange dabei sind, die wissen das vielleicht gar nicht. Aber wenn ihr hier in den Dividendenturbo geht, dann seht ihr, dass Microsoft hier mal über 3% Dividendenrendite ausgeschüttet hat. Noch im Jahr 2012, gehen wir weiter zurück. Das hier gab es mal Sonderdividende, machen wir weg. Aber hier, okay, 3,1%, da wollte die Aktie keiner haben. Und das wäre dann quasi, wenn man diesen Podcast einfach nur lauschen würde, hätte man gesagt, okay, Microsoft ist halt so, die sterben jetzt halt weg. Ja, die Dividende wird immer höher und irgendwann ist es quasi vorbei mit Microsoft. Ihr wisst aber ja schon, dass es ganz anders gekommen ist. Heute liegt die Dividende von Microsoft bei
0,7%. Und eure persönliche Dividendenrendite ist jetzt natürlich jetzt mittlerweile sehr hoch. Wenn ihr damals in Microsoft investiert hättet, dann wäre die heute 6 bis 7% groß. Schätze ich jetzt mal so grob hoch. Und ihr seht also, ist nicht ganz so einfach. Deshalb die Fazits, die man hier so gehört hat, sind wirklich mit Vorsicht zu nehmen. Beste ist immer, ihr sucht nach Praxisbeispielen, die möglichst auch schon lange laufen. Das ist zum einen, anstatt so Philosophen-Podcasts zu hören oder Philosophen-Beiträge zu lesen, sage ich mal. Und zum anderen ist natürlich ganz wichtig, dass ihr wisst, was ihr wollt. Also wollt ihr ein passives Einkommen, braucht ihr eine Dividendenstrategie. Also anders geht es nicht. Auch wenn er nicht jede Aktie unbedingt auch Dividende ausschütten muss. Wir haben ja auch Amazon drin im Stadtdepot als eine Ausnahme. Und dann ist eigentlich nur noch die Frage, wenn ihr ein passives Einkommen wollt, wann eure Dividenden wie hoch ausfallen sollen. Nämlich das ist dann der Unterschied zwischen Dividendenertrag und Dividendenwachstum. Und dann natürlich nochmal das allgemeine Verständnis, dass am Ende völlig egal, ob ihr ein passives Einkommen erzielen wollt oder nicht, also ob ihr eine Dividendenstrategie wollt oder nicht, am Ende zählt immer quasi euer gesamtes Vermögen, das heißt eure gesamte Rendite. Nämlich sowohl das Blaue hier, die Dividenden, als auch das Hellgrüne hier, das zählt eben auch dazu. Das ist eure komplette Rendite, die setzt sich zusammen aus Dividenden und aus Kursgewinn. Und das solltet ihr halt nicht ignorieren. Deshalb gibt es viele, die sagen, okay, ist mir doch egal, was der Kursverlauf macht. Solange die Dividende reinfließt, bin ich glücklich. Das ist okay, das ist sogar gut, weil es Aktionismus vorbeugt. Dividenden entwickeln sich stabiler als Kursverläufe. Es sollte aber nicht dazu führen, dass ihr quasi blind seid gegenüber eurer Gesamtrendite, dass ihr dann sozusagen mit Dividendenscheuklappen durch die Gegend lauft und irgendwann dann nur noch in Aktien investiert, quasi mit hohen Dividenden. Das wäre eine Dividendenertragsstrategie. Und die aber überhaupt keine Kursgewinne erzielen, weil dann, und das möchte ich auch noch kurz ausführen, wenn ihr keine Kursgewinne mit der Aktie erzielt, dann wird es daran liegen, dass dieses Unternehmen kein langfristiges Gewinnwachstum aufzuweisen hat. Und das gefährdet tendenziell auch eure Dividende. Das ist auch noch ein ganz gewichtiger Punkt. Also ihr seht, es gibt sehr viele Dinge, die hier eine Rolle spielen. Deshalb informiert euch gerne hier auf dem Aktienfinder, könnt ihr das Starterdepot euch anschauen, könnt ihr hier auch auf dem Aktienfinder-Blog, hier haben wir sehr viel grundlegendes Wissen und im Aktienfinder selbst könnt ihr halt entsprechend die Qualitätsaktien finden, die ihr halt braucht, und zwar für jede einzelne dieser Strategien. Okay, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel der Dividendenstrategie bringen. Vielen Dank an die Wirtschaftswoche für diesen guten Podcast, der mir hier den Einstieg gegeben hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.